Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jess, und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den besten Kreuzritterbild für den neuesten Diablo 3 Patch, Patch 2.4.1 an. Es ist weiterhin das Dornenset. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht schon kennen. Ich verrate euch jetzt in diesem Video, worauf ihr achten müsst, was beim Set genau geändert wurde und wie ihr damit die High Rifts stürmen könnt. Also, wie gesagt, am PTR, also während der Testphase, waren Rifts von 95 bis 100, war alles drinnen, und ich denke mal, ihr solltet euch das Set auf jeden Fall anschauen, da ihr, besonders wenn ihr die neue Season spielt, Season 6, ja auch einen 75er Solo Rift braucht. Den spiele ich auch gerade im Hintergrund, und der ist mit diesem Set überhaupt kein Problem. Für die, die sich gerade wundern, warum da alles so schnell stirbt und so weiter, das Video jetzt im Hintergrund wird ein bisschen schneller angespielt, abgespielt, damit man eben sehen kann, wie sich das Ganze spielen lässt. Es ist im mehr oder weniger ganz einfach, ihr bleibt einfach stehen, wenn ihr eine größere Gruppenansammlung habt oder wenn euer Elementarring auch auf Physical geht, bedeutet also, wenn euer Dornenschaden, das ist ja physischer Schaden, nochmal um 200% erhöht wird, bleibt ihr kurz stehen, tötet alles, ansonsten reitet ihr weiter zum nächsten Elite-Bag, macht die Elite-Bags, und da bin ich auch schon auf einen sehr, sehr gravierenden Schwachpunkt der Skillung aufmerksam geworden, beziehungsweise Schwachpunkt kann man es fast nicht sagen, aber sobald die Gegner, so wie hier im Hintergrund, Damage Reflect anhabt, ihr merkt, sieht, dass ihr, wenn die so beginnen zu leuchten und sie den Schaden zu euch reflektieren, ihr macht ja dort Schaden, bedeutet also, wenn sie euch hitten, brocken die Dots und geben euch somit nochmal Schaden, und wenn ihr noch zusätzlich drauf hittet, bekommt ihr in so kurzen Intervallen so viel Schaden, dass ich sogar so weit gehen würde und sagen, wenn es ein Elite-Back ist mit Damage Reflect und ihr keine Cooldowns abhabt, sprich ohne Champion und so weiter, sofort weiterlaufen, gar nicht erst riskieren, gar nicht erst versuchen, denn der Damage, der da reinkommt, der ist wirklich über die Maßen hoch und über die Maßen auch übertrieben. Also da achtet darauf, eben Damage Reflect. Ich bin nochmal hintergegangen, zurückgegangen, um das Elite-Back zu töten, weil wenn ihr die Cooldowns habt, also wenn eben euer Champion und so weiter ab ist, dass ihr einmal sterben könnt, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, könnt ihr euch das geben, aber ansonsten, wie gesagt, ist es sehr riskant, da müsst ihr ganz genau darauf achten, besonders in dieser Phase, wenn eben der Damage Reflect an ist, ihr zusätzlich drauf hittet und noch der Dornenschaden kommt, kann das Ganze schon kritisch werden. Ansonsten ist es mehr oder weniger überhaupt kein Problem, mit dieser Skillung durchzuspielen. In diesem Fall schauen wir uns auch noch den Rift Guardian an. Wir kommen jetzt einen, also von dem Kreuzritter mit dem Dornenset, ist wirklich eines der Sets, wo es mehr oder weniger komplett egal ist, was der Rift Guardian ist, ob es jetzt ein Guardian ist mit Adds, ohne Adds, spielt alles überhaupt keine Rolle. Ihr müsst eben nur drauf schauen, dass ihr nicht zu viel Schaden vom Guardian erhaltet, sondern dass ihr gegebenenfalls durch diverse Effekte rausläuft. Also alles könnt ihr nicht denken, das schon auf 75 bei 80 müsst ihr natürlich noch ein bisschen mehr drauf aufpassen, aber ansonsten, wir haben den Gem drinnen, dass der Damage immer weiter hochsteckt, und hochsteckt bedeutet also, wenn ihr um die zwei Minuten Zeit habt, stirbt mehr oder weniger in dieser Zeit auch jeder Rift Guardian. Wir haben uns hier speziell noch einen Schrein aufgehalten, dann geht das Ganze gleich nochmal ein bisschen schneller, und wie schon gesagt, wir droppen ein paar Mal richtig hart, also aus den diversen Blitzfähigkeiten und so muss man rausgehen, aber ansonsten ist es überhaupt kein Problem, hier so einen 75er Guardian mit dem Dornen des Ansuchersets platt zu machen. So, Freunde, nach diesem Gemetzel wird es mal Zeit, uns die Items anzuschauen, die Skills, was in Kanals Würfel ist und was sich denn überhaupt bei dem Set so geändert hat. Beginnen wir mal mit dem Set Dornen des Ansuchers. Dornenset kurz gesagt, was wurde hier gebufft, was wurde geändert? Der Zweierbonus wurde schon mal erheblich hochgedreht. Früher, glaube ich, waren es an die 25% mehr Damage, jetzt sind es schon 35. Viererbonus ist gleich geblieben, ihr leidet 20 Sekunden lang 50% weniger Schaden, nachdem ihr Bombardement an den Gegner verletzt habt. Das Ganze holen wir uns über den Gürtel, da möchte ich auch gleich einhaken. Wie ihr seht, haben wir bei den Skills selbst unten kein Bombardement ausgewählt, sondern das wird über den Gürtel des geheimen Schatzes geholt. Alle 7 Sekunden wird Bombardement automatisch gewirkt, das bedeutet also, da herrscht eine sehr gute Synergie zwischen dem Gürtel und den Händen bzw. dem Set, dass dieses automatisch immer ab ist, dass dieses automatisch aktiviert, um hier 50% weniger Schaden zu erleiden, sobald irgendwo Gegner in der Nähe sind. Und dann haben wir noch den 6er-Bonus. Dieser wurde auch hochgedreht. Ich glaube, es waren früher 600%, jetzt sind es 800%. Bedeutet also, wir haben insgesamt einen sehr, sehr starken Set-Buff für Dornen des Ansuchers und daher auch das beste Set, der beste Build, also in den Greater Rifts geht's mal bis 90, 95, dem Set sind deswegen keine Grenzen gesetzt.
Ansonsten, was habe ich hier? Ich spiele mit Haken, da möchte ich nochmal kurz einhaken, was für ein Wortspiel. Es wird öfter mal diskutiert, welche Waffe nimmt man, Schweinemörder oder Haken, weil Haken selbst hat ja 100% eures Dornenschaden, wird auf den Angriff angewandt. Ein gelber Sockel ist sowieso klar, dass man hier den Dornenschaden mitnimmt. Aber wo ist der Vorteil von Schweinemörder? Der Vorteil von Schweinemörder ist der extrem hohe Attack-Speed. Wie ihr seht, 1,5 Angriffe pro Sekunde im Vergleich zu Haken, der hat nur 1,3. Bedeutet auch, dass man nicht nur schneller zuschlägt, sondern dass die Dornen auch schneller auf den Gegner kommen, auf den Gegner ticken. Deswegen auch mehr Damage macht. Also ich sage es mal so eine Gefühlssache. Es sind beide Waffen gut, es ist beides okay damit zu spielen. Vielleicht im Endgame würde ich eher zum Haken tendieren und hier besonders, da die Waffe ja auf uralt gerollt ist. Die Waffen-DPS spielen jetzt mal keine Rolle, aber natürlich der enorme Stat-Gewinn, den ihr durch die uralten Items erhaltet. Ansonsten, wie gehabt, Windrose kombiniert mit Schuhe des Abenteurers, also die Zweier-Kombination müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr euch bewegt, erleidet ihr 50% weniger Schaden. Wenn ihr aber stehen bleibt, das ist auch dann später beim Wolfboss und so weiter der Fall, macht ihr um 100% mehr. Das wirkt sich somit direkt auf die Dornen aus. Und dann haben wir hier noch die Laterne der Gerechtigkeit. Würde ich euch auch sehr ans Herz legen, diese mitzunehmen. Für Kanais Würfel mehr oder weniger unverändert. Zusammenkunft der Elemente kombiniert mit Eisenherz, also das eiserne Herz. Und dann nochmal das Dornenschild, welches den Dornenschaden verdoppelt, wenn man Provokation abhat, beziehungsweise wenn Provokation gewirkt wird. Wie ihr seht, habe ich Aquilkoras an. Ihr könnt es jetzt unterschiedlich machen. Wo ihr das bessere Item habt, das rüstet ihr aus. Also es macht jetzt keinen Unterschied, ob ihr das eiserne Herz angelegt habt oder im Würfel. Die Effekte müssen aktiv sein. Das ist das Wichtige. Jetzt mal kurz vielleicht zu den Sockel, also jetzt nicht zu den legendären Sockel, sondern zu den normalen Sockeln. Wie ihr seht, habe ich in meinem Gear Widerstandssockel. Hose, in meinem Kopf ist es eh klar für die Cooldown-Reduktion, aber eben hier in der Brust und in der Hose. Warum nicht Stärke? Das Ganze ist schnell erklärt. All Resi, also Widerstand gegen alle Resistenzen, ist in dieser Skillung sehr, sehr niedrig. Deswegen müsst ihr unbedingt Items, welche All-Resi haben, bevorzugen. Zum Beispiel hier, so wie auf den Kopf. Der Kopf ist sehr gut gerollt, denn wir haben Stärke, Vitalität und All-Resi. Und das gleiche gilt auch für die Brust, dass wir eben hier ein bisschen den All-Resi-Wert bekommen. Und danach müssen wir das noch mit den Steinen aufwerten, weil das Problem ist, wenn ihr hier All-Resi unter 1000 seid, also wenn jede einzelne Resi unter 1000 ist, dann schafft ihr es in den 75er plus Rifts nicht mehr, denn dann töten euch einfach die magischen Fähigkeiten der Elite, weil ihr so viel Schaden reinkriegt und hier nichts reduziert wird. Deswegen für euch mal eine kleine Faustregel. Wenn ihr 75er Rifts oder höher spielt, spielt ihr mit den Diamantensockel für All Resi. Alles darunter geht noch ohne Probleme, auch mit den Stärkesockel. Bedeutet dann somit ein bisschen mehr Damage. Aber wie gesagt, auf 75 plus solltet ihr auf jeden Fall auf die Diamanten gehen und dementsprechend diese mitnehmen. Ansonsten noch Ankaras Erwachen als Schutzschild. Jedes erfolgreiche Blocken eines Angriffs hat eine Chance von 25% der Aktivität zu reduzieren. Wie es hier schon aufgefallen ist, haben wir auf den Ringen sowie auf den Händen und auch auf den Schultern, überall, wo es nur geht, CDR oben, also Abklingzeitreduktion. Warum das Ganze? Damit wir eben Eisenhaut, unseren Prophet und so weiter so oft wie nur möglich bassern können. Das ist dann, je höher der Rift wird, umso mehr wichtiger wird die Abklingzeit, denn ihr müsst die Sachen aktiv haben, um Damage zu machen und dann auch später mal, um zu überleben. Was jetzt noch ein kleiner Tipp ist oder was ganz wichtig ist, wie funktioniert denn das Ganze? Ihr läuft einfach rum, ihr habt es eh gesehen. Worauf ihr besonders achten solltet, ist, wenn ihr Provokation anmacht, dass ihr das kombiniert mit Eisenhaut und idealerweise mit dem physischen Schaden von Elemental Ring und natürlich mit eurem Prophet. Also wenn ihr seht, dass der Elemental Ring gleich auf physischen Schaden geht, aktiviert ihr euer Provokation, euer Eisenhaut und natürlich den Champion. Der sollte eh mehr oder weniger durchgehend ab sein. Aber wenn das alles zusammenkommt, dann merkt ihr auch, dass sogar die Rift Guardians sehr, sehr stark droppen. So, und jetzt einmal einen Blick auf die Skills. Was nehmen wir mit? Was brauchen wir? Wir brauchen Bestrafen mit Schnelligkeit, danach Eisenhaut mit reflektive Haut, Kavallerie mit Ausdauer. Also wir reiten immer, in den Rifts reite ich immer gerne von Eliteberg zu Eliteberg gleich. Provokation mit Schlag mich, Gebot der Tapferkeit mit Unbesiegbar, Akkarats Champion mit Prophet und in den Passives Inbunst,
standhalten, Bracht und Eiserne Jungfrau. Und wie euch jetzt auffällt, okay, Moment mal, wir haben gar kein Abtalent. Das ist richtig. Also wir spielen jetzt hier mal ohne Unzerstörbar. Deswegen müsst ihr auch sehr, sehr aufpassen, denn ihr habt keinen Freitod, wenn euer Champion nicht ab ist. Deswegen auch wichtig die Cooldown-Reduktion, damit euer Champion ab ist und damit ihr somit auch die Möglichkeit habt, hier einmal sterben zu können. Es kann jedes Mal passieren. Ansonsten könntet ihr vielleicht gegebenenfalls, würde ich Bracht gegen Unzerstörbar austauschen, wenn ihr unbedingt zwei Nap-Talente haben wollt, also wenn ihr unbedingt zwei haben wollt, um hier euch öfter mal ablegen zu können. So, jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis, kommt immer wieder mal beim Video, checkt den Link, ist auch eingeblendet, ganz wichtig, nach dem Video schaut unten mal in den Link rein zum schriftlichen Guide, da sind nochmal Talente, Bisslisten und so weiter aufgelistet, damit ihr eben seht, worauf das Ganze ankommt, beziehungsweise worauf ihr jetzt speziell achten müsst. Ansonsten noch der Hinweis, auf der linken Seite haben wir den Schildstoß-Build. Also wer es von früher nochmal kennt mit dem Roland-Set, gibt eine neue Waffe, lässt sich somit auch ganz gut spielen. Und auf der rechten Seite der Hinweis zur Community. Wer noch nicht dabei ist, einfach in Diablo 3 for Fansites eingeben, die Community joinen. Dort findet ihr Leute, die euch helfen und natürlich auch Leute, die mit euch die Guild Rifts spielen. Sollte es jetzt noch irgendwelche Fragen geben, ab damit in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg mit dem Kreuzritter, mit dem neuen Patch und mit dem Dornenset.